Hallo, willkommen zurück bei Fable 3 mit mir, dem Maru. Wir müssen Nebenquests machen, also machen wir Nebenquests. Fangen wir am Anfang an. Ja. Fangen wir mit dem Verbrecher in der Stadt. Ente hat ein Kind adoptiert. Ich weiß auch inzwischen wofür. Ich habe nachgeschaut, was die Tür hinten möchte. Und zwar müssen wir unser eigenes Kind davor schaffen. Das ist natürlich dann glücklich, freudevoll und unschuldig. Und genau das will er Wollt ihr euch haben. ein Kopfgeld verdienen? Wir haben noch einen Sträfling, der auf der Flucht ist. Ja. Toll! Mit eurer Hilfe verbannen wir den kriminellen Abschaum. Wo Man bist du hört so denn? allerhand Seltsames. Mein Killerhund müsst ihr eigentlich locker fangen können. Bitte, macht auf! Macht auf. Oh. Na, 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 Es reicht! na. Ich kann nicht mehr! Die Kinder freuen sich Sie scheinen hier. immer so zuvorkommen. Der da ist es. Oh, dich haben wir gleich. Dich haben wir gleich. Hallo, wie kann ich helfen? Du machst Oh. also nie, nie. Okay, ihr habt mich, Mistkerl. Na komm, Händchen halten. So. Es tut mir leid, ehrlich. Wenn ihr mich reinlasst, kaufe ich euch etwas Hübsches. Versprochen. Komm hinterher, komm, das schaffst du. Nicht abhauen, Häftling, du hängst mir in der Hand. Bitte gebt Die etwas Geschichten Geld. überhole Männer. Bringt mich nur zurück. Komm mit. Mauern können mich nicht Na, aufhalten. komm mit. In einer Woche bin ich wieder draußen. Ihr werdet sehen. Auch wenn ihr eure Belohnung für meine Festnahme einstreicht, glaubt ja nicht, dass das irgendwas ändert. Ich komme wieder. Ah, da kommt noch ein Sträfling mit gesenktem Haupte. Willkommen zurück, mein Junge. Gute Arbeit, danke. Ich melde mich, wenn ich wieder eure Hilfe brauche. Katsching. Okay, wer möchte hier Bettlerin? Du da. Hi. Hier. Dieser Laden gehört einem echten Ihr seid so Abenteurer. großzügig. Danke. Verteidiger des Glaubens, der Baum. Trollpest. Sie jetzt stärker als unsere Hammer? Ist im Angebot ein Schnäppchen. 43 Schaden. Und wenn wir 10 große Feinde mit starken Angriffen, 150 Feinde mit unverflochtenem Feuerball zaubern. Ah, das ist schlecht. Also der Effekt ist super, aber das Ding ist schlecht. Aber der Johnny-Troll-Bot Es müssen wir ist zwar ausnutzen. teuer, aber die Ware ist jede Unze Gold wert. Da macht ihr ein ordentliches Schnäppchen. Okay, Züchter bekommt 3 Kinder. Habt 10-mal mit Frauen Sex und bringt 5 Dorfhunde zu euch zu Lieben. Das klingt gut. Immunität gegen Narben. Aber das klingt nicht so gut. Dieser Laden gehört Wenn einem man denn echten nämlich dem Abenteurer. lieben Herrn Mr. Suki glauben kann, werden die Kinder ziemlich lästig, sodass er sie sogar erschlagen hat. Also zumindest, glaube ich, seine Frau erschlagen und die Kinder ins Probiert eine Waisenhaus neue kommen oder so. Nahkampfwaffe aus. Ihr zahlt gutes Gold für gute Qualität. Egal, nehmen wir alles mit. Der Artikel ist reduziert. Heiratet. Schneller, wer von geht Sieg im Kampf? Okay. Sonnengesegnet. Erledigt 150 Feinde bei Tageslicht. Mit starken Angriffen. Es ist zwar teuer, aber die Ware. Ah, der Artikel ist Nehmt reduziert. Stellen an und verdient 10.000 Goldstücke. Ein Goldstück pro Treffer. Es sind gute 10 Zeiten für Freunde. Ladenbesitzer. Das geht wohl nicht. Klingt zwar cool, aber es geht nicht. Es ist zwar teuer, aber die Ware ist je. Moment. Gold wert. Wir gehen in den Waffenraum. Willkommen im Unterschlupf. Eurer Sammlung wurden neue Waffen hinzugefügt. 41 Schaden, 43 Schaden. Gut. Könnt ihr mir mal drunter schreiben, welchen von denen ich denn am besten nehmen soll? Oder als Tipp?
Unverflochtener Feuerballzauber habe ich gerade nicht, aber das hier haben wir bestimmt gut und ist einfacher als der hier, weil gegen böse menschliche Feinde mehr Schaden. Ist okay. Das machen wir aber nicht. Und 5. Ach, nur wenn wir den anhaben, zählt das? Okay. Nahkampfwaffe. Der war Stöberer. Grabt. Den haben wir da schon gehabt. 33 Schaden. 31 Schaden. Okay, der ist schwächer. Bis man sich züchtet. Dann nehmen wir den Trollbann. ...150 Feuerball-Kills ohne Verflochtnung. Vielleicht ist noch eine mächtigere Nahkampfwaffe verfügbar. Nehmen wir erstmal mit. So, Schusswaffen. Hämmer erzielen massiven 19. Schaden. Im Kampf von Vorteil. Möchtet ihr die Waffe wechseln? Okay, unsere ist schon besser. 2000 mit dem Mörser. Okay. 150 Söldner. 20 Schaden. 20 Schaden. Okay. Das ist so gut. Da kann man Gold rein. 50.000. Jetzt sollten wir. Ne, wir waren schon richtig im richtigen Gebiet. Wir wollten jetzt die Quests hier machen erstmal. Hi Kinder. Ich war mal Zerstörerin. Oh, war mal Zerstörerin. Das ist ein schöner Beruf. Das ist doch albern. Ich weiß, dass ihr da seid. Macht auf! Helfen wir mal dem lieben Mann da, der vor unserem Bitte, Haus steht. Mein Schatz, es tut mir so leid. Ich mache es wieder gut. Das habe ich schon mal gehört. Bei den ersten Enttäuschungen fand ich eure Unbeholfenheit ja noch irgendwie niedlich. Aber das hat sich längst abgenutzt. Schatz, bitte. Es tut mir leid. Lasst uns nicht streiten. Das ist wirklich furchtbar. Furchtbar öde, meint ihr wohl. Vielleicht wäre es interessanter, wenn ihr mehr Mumm hättet. Vor unserer Hochzeit war meine Frau noch süß und lieb. Doch jetzt ist sie sauer und verbittert. Sie kommandiert mich herum. Sie meckert. Schlimm. Es ist einfach schlimm. Aber bei einer Scheidung bekommt sie die Hälfte meines Vermögens. Also recht viel. Oh, wäre ich doch jemand anders. Moment. Was, wenn sie jemand anderen hätte? Wenn jemand wie ihr um sie werben und ihr sagen würde, er sei reicher als ich. Sie würde die Scheidung wollen, um euch zu heiraten. Und ich wäre frei. Natürlich müsstet ihr sie nicht wirklich heiraten. Gleich nach der Scheidung verlasst ihr sie einfach. Oh, dann würde ich zu gern ihr Gesicht sehen. Ich weiß, das klingt scheußlich, aber es könnte meine Rettung sein. Macht ihr es? Ja, klar, warum nicht? Ihr macht es. Oh, das ist das einzig Gute, was mir seit Jahren passiert ist. Sie ist drinnen. Da könnt ihr anfangen. Gerne. Gehe dann so lange in die Schenke. Es sollte nicht allzu schwer sein. Ihr geht rein, schmeichelt ihr, schenkt ihr Schmuck und sie gehört euch. So war's bei mir. Die hätten ihn Ellen nennen können und deswegen helfe ich ihm auch. Das ist so eine Judith. Ha? Was ist denn? Sagt nicht, dass ihr über irgendwas reden wollt. Oh, verzeiht. Ich dachte, ihr wärt mein Mann. Wie konnte ich jemanden wie euch nur mit jemandem wie ihm verwechseln? Naja, was kann ich denn für euch tun? Okay. Sieht Veronika an und drückt A. Und kurz weglaufen. Plaudern. Tanzen. Eure Hand. wie ein. Bereit? Ja. Ja.
Na, ihr seid sehr gut. Mit euch kann man ziemlich viel Spaß haben. Wesentlich mehr als mit meinem Ehemann. Wisst ihr, er liest ständig oder arbeitet im Garten. Öde. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal etwas für mich gemacht oder Schmuck für mich gekauft hat. Ich liebe Schmuck übrigens. Darf ich sie nicht einfach umhauen? Oh, sieh mal an. Oh, wie wunderschön. Danke. Das gefällt mir. Okay. Ihr seid der beste Schatz. Mittelschicht. Oh, ja. Oh. Ah, hey. Plaudern. Ihr seid genial, Liebling. Einfach genial. Tanzen. Ich mag die Frau nicht. Wow. Und? Ist sie die böse Hexe oder so? Ja. Oh, ihr werdet frech, was? Das gefällt mir. Ihr schafft es, dass man sich gut und gleichzeitig verdorben fühlt. Da. La, la, la. Die Zeit mit euch war toll und es war aufregend, mit euch zu flirten im Haus meines Mannes. Ist euch nicht langweilig? Machen wir einen Ausflug. Wie wäre es mit der Brightwall-Brücke? Okay. LT Fähnchen halten. Na gut, Schatz, wenn ihr wollt. Oh Mann. Mal sehen, wie sie reagiert, wenn wir sie abschießen. Hat ja nicht mal gezögert. Hat direkt gesehen, oh, der ist reich und weg damit. Mit so einem habe ich kein Mitleid. Ganz ehrlich nicht. Will ich eigentlich nicht mal mit ihr Händchen halten. Es ärgert mich aber immer noch, dass ich die damals nicht gerettet habe und lieber die drei Bauern da geopfert hätte. Ich hoffe, am Ziel dieser Reise erwartet mich ein hübsches Geschenk. Ja, mein Hammer in dein Gesicht. Nein, natürlich nicht. Auch wenn sie es verdient hätte. Alle Stände schließen! Hier ist es ganz schön ruhig geworden. Ich liebe diese Aussicht und ihr ruiniert sie nicht mit Gerede. Ihr steht nur da und seht gut aus. Muss ich wirklich? Oh nein. Wow. Ihr müsst wohl einiges an Erfahrung haben. Oder ihr habt erstaunliche Instinkte. Ich muss sagen, ich war so lange mit William zusammen, dass ich vergessen habe, wie furchtbar aufregend das alles sein kann. Ich will mehr. Was meint ihr? Wollen wir es wagen? Ich verlasse William und wir können zusammen sein. Ihr habt einen Ring, ihr habt ein Haus. Man kann euch nur sehr schwer widerstehen, nicht wahr? Nur los, fragt. Dann werden wir ja sehen, ob ich euch widerstehen kann. Muss ich wirklich? Och, Mann. Heiratet ihr mich? Ja, ja. Oh, kennt ihr den Dieter Bohlen-Film? Den Comic-Film? Das ist wie die Verona da drin. Oh, jetzt fehlt nur noch die Scheidung von William. Oh, hätte ich euch doch schon vor 5 Jahren getroffen. Das hätte mir viel Langeweile erspart. Haha. Wie gesagt, bei den Reaktionen, die sie gerade bringt und alles,
Das tut mir überhaupt nicht leid, ihr gleich das Herz zu brechen. Insofern ihr überhaupt eins hat. Ich glaube, hier sieht nur mein Geldbeutel. Der wie durch Zauberhand magisch anschwillt. Jedes Mal alle 5 Minuten. Das kam jetzt falsch rüber. Ich habe Neuigkeiten, William. Sie werden euch nicht gefallen und glaubt mir, das bricht mir das Herz. Ehrlich. Ich habe begriffen, dass wir nicht zueinander passen. Besser gesagt, ihr passt nicht zu mir. Also, hier sind die Scheidungspapiere. Ihr seid jetzt wohl ein Ex-Ehemann. Veronica, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer... Danke. Danke, dass ihr genau so seid, wie ich dachte. Was? Ihr habt das alles geplant? Tut mir leid. Ich reiche das gleich morgen früh auf dem Amt ein. Und dann ist unsere Ehe offiziell Geschichte. Danke nochmal. Mein geschäftstüchtiger Liebster, was seid ihr verschlagen? Ihr sprecht mit einem Mann ab, die Ehe zu zerstören und seine Frau mittellos zurückzulassen? Ziemlich hinterhältig, finde ich. Ich frage mich... Zu wie viel Abscheulichkeit seid ihr noch bereit? Denn sehen wir die Sache mal logisch. Wenn er nie bei diesem Amt ankommt, wird die Scheidung nie vollzogen. Und statt einer heißblütigen Geschiedenen hättet ihr dann eine äußerst wohlhabende Witwe zur Frau. Was? Meint ihr etwa, ihr tötet mich? Also, eigentlich tötet er euch. Tut mir leid, William, aber es geht um viel Geld. Ihr habt mir keine große Wahl gelassen. Hört nicht auf sie. Ihr könnt einfach gehen. Dann seid ihr raus aus der Sache. Ja, als ob. Tschüss. Nein, geht nicht. Ja, ihr habt jedenfalls etwas Schlimmeren als der Ehe bewahrt. Wollt euch doch nicht wirklich von mir scheiden lassen, oder? Ihr seid unglaublich. Gerade wolltet ihr mich noch töten lassen. Und jetzt versucht ihr wieder, mich rumzukriegen. Ich war verwirrt. Diese furchtbare Affäre hat mich daran erinnert, wie sehr ich euch liebe. Zerreißen wir einfach diese Papiere und fangen von vorne an. Und vielleicht sollten wir dabei auch gleich unsere Kleider zerreißen. Oh. Na gut. Nein, Moment. Darauf falle ich nicht rein. Es ist vorbei. Los! Raus hier! Oh, na gut, alles klar. Ihr enttäuscht mich, William. Ich wollte, dass es funktioniert, aber ihr sperrt euch dagegen. Ich gehe und ich nehme meinen Schmuck mit. Schön! Angenehme Reise! Haha. Nee, kein Mitleid mit der. Ah, wir haben jetzt genug Geld für den Schmiedesalon. Warte, Knopf. So. Schmiede sei mein. Okay, hier kann man wieder rennen lassen. Ein alter Schlüssel. Eine Quest machen wir noch. Hallo? Nee, ist nicht der richtige Weg. Links rum. Ah. Hi. Hallo! Ihr habt das Paket von meiner Cousine überbracht, nicht wahr? Es hat sich als altes Artefakt herausgestellt. Ein Schlüssel zu einer Geheimtür in dieser Akademie. Höchst aufregend. Ich wollte sie gerade öffnen, als Samuel, mein Chef, meinte, es könnte gefährlich sein. Er riet mir, eine Eskorte zu suchen. Ihr seht genau richtig für den Job aus. Wollt ihr mitkommen? Das könnte die größte Entdeckung des Jahrhunderts sein. Ja. Wollt ihr?
Prima, dann lasst uns gehen, oder? Jo. Nehmt Saultan. Oh. Die haben auch alle Angst hier. Die Waffen, die ihr findet oder kauft, könnten umständlich zu einzigartigen Waffen verwenden werden. Okay. Achso, wir müssen alles voll machen, dann werden die super stark. Na gut. Bei meinem Glück finden wir nur eine Liste von Gütern, die irgendein Händler vor 1000 Jahren verschickt hat. Doch selbst das könnte interessant sein. Was wurde in jenen Tagen gehandelt? Wer weiß? Wer weiß? Wenigstens sehr schnell unterwegs. Und nicht wie andere Quests, wo wir dann hinterherziehen mussten quasi. Was? Weg. Weg. Ah, nice. Jawohl. Na komm in die Hand. Ich habe den Schlüssel in der Hand. Die Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Ah, gehen wir halt hier lang. Das ging. Ach ja, wir müssen ja mitnehmen. Na, ah, komm her, gib das Pfötchen. Ich hoffe, das hier wird besser als meine letzte Expedition. Ich habe Nesselfieber bekommen. Nesselfieber. Wir Bücher der Akarnen Künste oder ein Buch über Wissenschaft, mit dessen Hilfe wir eine Flugmaschine bauen können. Zugegeben, das ist wenig wahrscheinlich. Ja. Haha. Wird auf jeden Fall mal Feuer und Eis und Feuer und Blitz kombinieren noch. Das könnte interessant werden. Wer weiß, welche seltsamen Wunder und kuriose Artefakte sich hinter dieser mysteriösen Tür befinden. Hi. Seht euch das an! Es ist voller seltener Bücher und uralter Wälzer. Das Paradies eines Bibliothekars. Habt Dank, dass ihr mich sicher hierher gebracht habt. Ihr könnt jetzt gehen. Ich werde eine Weile hier bleiben, lesen und alles katalogisieren. Es wird absolut fabelhaft werden. Absolut fabelhaft? Okay, wir haben uns eingesammelt. Wir haben mal Geld ein. Gucken wir uns mal kurz um. Geld. Geld. Money. Wir haben keinen Schlüssel für diese Tür. Achso, erledigt. Oh, hatte ich es vorlesen. Ah, tut mir leid. Habe ich nicht dran gedacht. Da stand irgendwas von. Muss ich da drauf schießen? Wohl nicht. Ah, da vielleicht. Haha. So, Feuer. Geht die Tür aber auf, oder? Nein?
Ach, hier ist noch eins. Die Tür geht auf. Cool. Was finden wir hier Schönes? Jetzt bin ich gespannt. Ah. Oh. Was wird es sein? Eine Tür, die wir nicht auch kriegen. Oh doch. Jetzt haben wir da unten die Waffe hingeschmissen. So. Okay, schleimen wir das Ding jetzt nochmal weiter. Wo ist es? Ah, da unten. Ja, haut man noch ein bisschen drauf und dann am Blitzen. Zack. So, und Hammer und Hammer. So, und Hammer. So, hier unten ist das Ding rausgekommen. Kommen wir einmal drum rum. Eine Treppe. Wo wird sie uns hinführen? Okay. Ganz viel Geld. Power. Eine Treppe weiter nach unten. Noch weiter nach unten. Okay. Bisschen umständlich, aber okay. Eine Runde rum. Bis da hinten hin wahrscheinlich. Oh Mann. Oh, da unten. Okay. Das sieht logisch aus. Oh, noch eine. Oh, nice. Na? Du willst Ärger? So, was versteckt hinter dieser Tür? Ein Goldschlüssel brauchen wir für diese Tür. Aber wir haben schon was gefunden. Wunderbar. Wart ihr in letzter. So, im Breitwald haben wir noch zwei Quests. Und zwar eine Beziehungsquest. Habt ihr wieder kein Interesse? Und die da. Moment. Samuel, der Bibliothekar vom Breitwald, benötigt eure Hilfe mit dem Wiedererlangen von seltenen Bücher, die überall die dann verstreut sind. Okay. Nehmen wir die Quest noch an. Ich kaufe Sachen, die ihr nicht braucht. Ich zahle gut. Wenn ihr Tränke benötigt, befriedigt hier eure Essensgelüste. Ah, jetzt. Folgen wir der Quest. Die Geschichten über hohle Männer im Morningwood.
So, hier vorne müsste die Quest sein. Wetten, die ist wieder in dem Haus drin, ne? Wir hätten einfach wieder reinportet werden können. Yep. Da vorne. Nee. Da oben. Hi. Heiliger Stempel, ihr seid es. Der Held, der den Reliquienraum betrat und überlebte. Schön, euch wieder in der Akademie zu sehen. Vom Moment an, als wir uns trafen, wusste ich, dass ihr den wahren Wert des Wissens und der Bildung versteht. Darin unterscheidet ihr euch unter anderem von eurem Bruder. König Logan hat die Akademie geschlossen und unsere Gelder gestrichen. Ich weiß nicht, ob Bildung für ihn Zeitverschwendung ist. Oder eine Bedrohung. Euer Vater meinte, die Akademie solle Informationen ordnen und allen verfügbar machen. Und ich teile diese Ansicht. Wir haben viele Bücher, doch viele bleiben verborgen. Werden sie nicht gefunden, ist ihre Weisheit für immer verloren. Die Akademie braucht, wie das Volk von Albion, einen Helden. Helft ihr uns, jene seltenen Bücher zu finden? Ja. Dank sei den Göttern der Urkunden. Die Akademie wird wieder blühen. Sie ist zwar noch auf königlichem Befehl geschlossen, doch darum kümmern wir uns schon noch. Wenn ihr auf euren Reisen ein Buch findet, dann bringt es mir und ich werde es gut verwahren. Ich kenne einige und habe für sie bereits Auslagen vorbereitet. Ihr müsst sie nur an den richtigen Ort legen. Noch mehr Sammelquests? Na gut. Ah, das hat man schon gefunden, ja. Niemand wusste, woher sie kamen oder wohin sie nach ihrer schrecklichen Orgie des Blutvergießens gehen würden. Man wusste nur, dass sie kamen und mit ihnen kam das Armageddon. Sie brachten alle um. Auf unvorstellbar grausame Weise. Und selbst wenn man es sich vorstellen könnte, würde man es nicht tun wollen, glaubt mir. Ihre Raserei ließ nur wenige im Dorf zurück. Und für Jahrzehnte konnten die wenigen Überlebenden und ihre Nachkommen den Namen des schrecklichen Übels kaum über die Lippen bringen. Danke. Papageitaucher. Papageitaucher. Gut. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.